Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt gibt es überall. Die Angriffe auf Asylbewerberunterkünfte zum Beispiel, die sind keineswegs nur ein ostdeutsches Phänomen. Der Blick in die Kriminalstatistik zeigt allerdings, Rassismus und Rechtsextremismus sind im Osten stärker ausgeprägt als in anderen Teilen der Republik. Besonders in Sachsen, da scheint es auffällig viele Neonazis zu geben. Aber warum fällt dieser braune Schatten so deutlich auf den Freistaat? Pegida-Märsche verbreiten Angst. Man hat das Gefühl, gerade noch so sind sie friedlich. Sie könnten schnell, aber auch anders. Menschen, die an der Pegida-Strecke wohnen, verlassen montags ihre Wohnungen nicht oder sie trauen sich nicht mehr heim. Zumindest dann, wenn sie als Ausländer zu erkennen sind, an ihrer Hautfarbe etwa, wie Shraddha Das, eine Wissenschaftlerin aus Indien. Every Monday my life was disrupted there. Jeden Montag war mein Leben unterbrochen. Mein Nachbar klopfte an die Tür und sagte, dass es im Haus nach meinem Essen riechen würde und er würde das nun nicht mehr tolerieren. Ich wäre in Deutschland und ich hätte mich danach zu richten. Was er eigentlich wollte, blieb offen. Shraddha Das ist in ein anderes Viertel gezogen. Pegida weckt Alltagsrassismus und Alltagsfaschismus. Die entspringen einer konservativen Gedankenwelt, die Traditionen in Sachsen hat. Im Dritten Reich steht auch die Mehrzahl der Sachsen stramm hinter den nationalsozialistischen Diktatoren. Und auch die Machthaber in der DDR können sich auf die Loyalität der allermeisten Sachsen stützen. Es gibt gewiss keine Linie dergestalt, dass die Nazis später zu Stalinisten und die Sozialisten später zu Neonazis geworden wären. Aber es bleibt eine jahrzehntelange Prägung in einer autoritären Diktatur nicht ohne Spuren. Und diese Prägung wird besonders dann wichtig, wenn die Durchsetzungsfähigkeit, wenn die Gestaltungsmacht des Staates in Zweifel steht. In den 1990er Jahren bieten Neonazis dem Freistaat ihre Hilfe an. Wollen in den Rotlichtvierteln Dresdens für Ordnung sorgen. Ein Krieg mit den Zuhältern endet erst mit dem Tod des Naziführers. Die Politik ist froh, als die Nazis endlich untertauchen. Weg sind sie nicht, nur unsichtbar, verkrochen in ihren Hochburgen um Dresden. Sie bieten den Menschen seitdem etwas an, das die vermissen. So eine Art übersichtliches, geistiges Koordinatensystem, wie sie das aus der untergegangenen DDR gewohnt waren. Der Marxismus-Leninismus war nun, weiß Gott, vollkommen funktionsuntüchtig. Aber er war eine Weltanschauung. Er gab eine Ordnung, eine Orientierung. Er trug in sich Ideale, die man vielleicht nicht erreichte, aber an denen man sich ausrichten konnte. Wir sind viele! Heute sitzt die NPD in den meisten sächsischen Kreistagen. Ihre Gedankenwelt bereitet den Boden für Erscheinungen wie Pegida und sorgt mit ihrer Hetze für Ausschreitungen wie in Heidenau. Christian Horvath und seine Frau Becky leben bei Dresden. Sie ist Engländerin. Becky lernt zwar Deutsch, noch aber unterhält sie sich lieber auf Englisch, vor allem mit ihren Freundinnen, was seit Pegida schon öfter zum Problem wurde. Da gibt es schon eine starke Veränderung. Menschen geben Kommentare ab, was wir hier machen würden und so. Und dabei könnten wir ja auch Touristen sein, die hier einfach nur Urlaub machen wollen. Und das hat zugenommen, vor allem in der Straßenbahn. Die beiden werden das aushalten. Sie spielen nicht mit dem Gedanken, aus Deutschland wegzugehen. Anders ist das bei der Inderin Shraddha Das. Ich liebe diese Stadt, aber die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit legen es mir doch nahe. Es ist besser, ich gehe hier weg. Sie wird oft von Freunden gefragt, ob die nach Dresden kommen sollten. Als Wissenschaftlerin sagt Shraddha Das, ja, sofort. Als Inderin sagt sie klar, nein. Deutsches Vaterland.